Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Hunter Call of the Wild. Wir haben beim letzten Mal die Bison-Mission weiter vorangetrieben und da wollen wir heute weitermachen, denn wir müssen ein verwundetes Wiesen erlegen und zwar in der Nähe der Höhlen, der Ernstdorfer Höhlen, und da wollen wir erstmal hingehen. Ich habe zum Glück ein Zelt da irgendwo in der Nähe stehen, da oben muss ich hin und da steht mein Zelt, heißt, wir müssen nicht ganz so weit laufen. Aber wir müssen erst bei Nacht erlegen. Das heißt, ich muss gleich nochmal ein bisschen die Zeit vorspulen, damit wir bei Nacht ein bisschen darum pirschen können. Und dann gucken wir mal. Lol. Wo ist mein Zelt? Ich wollte jetzt die Zeit umstellen. Warum ist mein Zelt weg? Alles klar. Wird wahrscheinlich der Bug sein, den einige von euch auch hatten, aber bei mir. Okay, wenn ich hinreiße, ist es weg. Alles klar. Das ist ein Problem. Was sagt die Uhr? 9 Uhr. Ist ein bisschen früh, ne? Ist ein bisschen früh. Das heißt, wir müssen tatsächlich wahrscheinlich von hier unten starten. Von hier. Damit wir halt die Zeit umstellen können, ne? Weil sonst bringen wir das mit der Mission nichts, weil wir es bei Nacht machen sollen. Okay, dumm gelaufen. Muss ich bei Gelegenheit das Zelt nochmal da neu hinstellen. Dann sollte das wieder passen. So, und wir ruhen uns mal kurz aus bis 20 Uhr. Dann ist dunkel. Dann machen wir Licht an, wo auch immer das geht, auf L. Und dann grüßen wir uns wieder drauf und dann geht's ab. Nach Norden müssen wir so grob. Ich setze mir gleich mal einen Waypoint. Damit wir ungefähr wissen, wo wir hin müssen. So. Ungefähr in dem Bereich, was 1 Kilometer sind. Ganz, ganz schön weit. Weiß gar nicht, ob wir da in der Folge noch ankommen werden. Ansonsten halt in der nächsten Folge. Je nachdem, wie viel uns auf dem Weg dahin begegnen wird. Wenn wir Glück haben, kommen wir gut durch. Wobei, wir können das Quad nehmen, oder? Sollen wir das Quad nehmen? Wir können mit dem Quad in die Nähe fahren, so 400 Meter. Oder? Ich meine, dafür haben wir es ja. Wir können mit dem Quad in die Nähe fahren. Und dann können wir die Mission doch noch in dieser Folge schaffen. Fällt mir gerade so spontan ein. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Das machen wir mal. In die Garage gehen wir dafür. Und nehmen mal das Schwarze. So. Quad ist da. Ab geht die wilde Fahrt. So. Da waren Felsen. Wenn ich mit dem Tempo weiterfahre, wäre ich glaube ich im Laufen schneller. Aber ich werde trotzdem so weitermachen. Haben wir genau die hügeligste Stelle hier ausgesucht, ne? Oh. Hier, links, links, Berg hoch. Zu steil. Hallo. Aber. Oh. Ich wollte gerade sagen, hier sind weniger Hindernisse als auf Leighton Lake. Aber ich nehme es zurück. Ich nehme es absolut zurück. Aber wir kommen den Berg hier nicht hoch. Schlappes Quatsch. Alter, ich brauche mehr PS, ey. Gibt's hier so mehr PS-Quad? So. Oh. Alles klar. Quad, lebst du noch? Guck mal, gar kein Schaden quasi. Quasi gar kein Schaden. Ich wollte nur, dass wir uns kurz mal hier diesen geilen Lichteffekt angucken. Ne? Wie geil das ist mit dem leichten Nebel in den Scheinwerfern. Hier zum Regen hin. Also, ne? Deshalb habe ich mich kurz mal umgedreht. Weil das ist beachtenswert, glaube ich. So. Ja, jetzt aber, ich soll vielleicht auf der Straße fahren. So. Hier ist es wahrscheinlich angenehmer. Als querfeldein. Und hier kommen wir dann heute auch noch da an. Guck mal, hier kriegt er richtig Gas, ne? Alter. 60 km/h. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal aus, oder? Ich glaube, wir parken mal hier. 3 Meter, ich weiß halt nicht, wie schreckhaft die Viecher sind. Und da bin ich jetzt nicht zu nah ran, dass ich die eventuell verschrecke. Ist natürlich auch direkt das Bedürfnisgebiet. Ich glaube, das ist sogar auch von Wiesen. Hm?
Aber wir müssen erstmal da hoch. Ich meine, das kranke Wiesent wird wahrscheinlich eh da einfach wieder stehen. Ist halt so ein Missionswiesent, ne? Das werden wir da gleich mal erlegen gehen. Und dann. Ich weiß gar nicht, ob es die letzte Mission war, ob wir dann mit der Bandari-Reihe durch sind. Weil er gesagt hat, zumindest in dem Mission-Text oder als er letztes Mal hier vorgelesen hat oder was auch immer, als er da stand, dass er noch eine letzte Aufgabe hat. Könnte also sein, dass das die letzte Wiesent-Mission tatsächlich ist, die wir hier gerade vorantreiben wollen. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, ob es danach weitergeht oder eben nicht und wir uns was Neues suchen müssen. Aber erstmal müssen wir die 200 Meter hier noch laufen. Und dann wird er hoffentlich irgendwo entstehen. Aber erstmal dann sagen, was wir machen müssen, wenn wir angekommen sind. Wahrscheinlich müssen wir suchen, ne? Und dann ist es in die Höhle gefallen. Meine, im Prinzip, es kann eigentlich nur in dem Bereich hier stehen, weil ich glaube nicht, dass es hier oben in dem Bergbereich steht. Vorhin, ich glaube, da kommt man gar nicht hoch. Also hier vielleicht noch gerade so, weil es auch schon steil aussieht. Ich glaube fast, wenn, dann steht es hier unten irgendwo. In dem Tal. Und das sind keine Wiesenpferden. Das ist ein Fuchs. Könnte ein Fuchs sein. Jo. Das ist ein Fuchs. Der uns aber jetzt erstmal egal ist. Wobei wir haben noch eine Mission für den Fuchs auch offen. Aber. Immer noch die mit den 75 Metern. Und. Gut, ich meine, hier wird es vielleicht sogar gehen, weil es hier echt ein bisschen offener ist. Wenn wir Glück haben, will man den vielleicht irgendwie ausmachen können. Aber erstmal konzentrieren wir uns völlig aufs Wiesent. Und wir sehen schon, die Hänge hier sind ganz schön steil. Also ob man da hochkommt, würde ich mich jetzt nicht so drauf verlassen. Aber muss ich da jetzt hoch oder was? Nö, ne? Okay, wir kommen jetzt hier halt da gleich ins Gebiet rein. Aber das ist wirklich, also ich glaube echt, das steht hier unten irgendwo. Oder vielleicht wirklich an der Höhle. Haben wir gefunden. Ernsthafte Höhle. Da sind wir angekommen. Und jetzt? Hallo, hol mir mal bitte mein Dings hier raus. Lege bei Nacht den Verwundeten Wiesent. Ja, gut, dann müssen wir den jetzt wahrscheinlich finden. Dann müssen wir den jetzt mal finden. Kann eigentlich echt. Vielleicht steht er sogar in Straßennähe. Der andere stand auch in Straßennähe, als wir letztes Mal einen Verwundeten hatten. Markieren wir mal kurz hier so ungefähr die Mitte. Was im Prinzip nochmal 200 Meter sind. Aber links komme ich halt auch überhaupt nicht hoch. Also da habe ich gar keine Möglichkeit hochzukommen. Heißt, der muss hier irgendwo stehen. Das ist der Fuchs. Boah, das wären sogar 75 Meter, glaube ich. Aber ich habe den Revolver nicht dabei. Und ein Zelt, glaube ich, auch nicht, wie ich mich kenne. Nö, natürlich nicht. Natürlich nicht. Da hinten lief hinter der Tannen jetzt irgendwo. Schade. Hätten wir die Mission sogar erledigen können, aber der Pantoffel hat natürlich nicht die passende Waffe am Start. Was wäre das auch gewesen, ne? Einmal Kompetenz im Video. Gebet hier nicht, Freunde. Da müsst ihr halt auf anderen Kanälen gucken. Aber nicht bei mir. So. Dann schauen wir mal, wo wir hier unser Wiesent-Freund haben. Meinst du, der ruft, wenn ich in der Nähe bin? Aber wenn er halt irgendwo einfach rumsteht, könnte es echt schwer werden, den zu finden, glaube ich. Aber ich glaube, Warnrufe machen die ja trotzdem, oder? Haben zumindest die. Wir haben ja schon mal so eine Mission gehabt, wo wir zwei kranke Wiesente erlegen sollten. Und da gab es ja auch so Warnrufe, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wo sind die Höhlen eigentlich? Sind die nicht auch hier irgendwo? Okay, kommen jetzt da vorne gleich.
Ja, da oben im Gebirge, da wird es nicht stehen, ganz ehrlich. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Lol, ist es das vielleicht? Es ist an der Höhle, ne? Ich glaube, das ist es. Ah, steht halt direkt an der Höhle. Da läuft aber auch irgendwo eins. Aber vielleicht nicht das Kranke. Ich geh mal gucken. Vielleicht ist es das Kranke. Würden wir dann wahrscheinlich das Fernglas wieder spotten. Ich gehe mal kurz hier in den Pirsch-Modus. Versuch mal den Hang da hochzukommen. Und mir das da mal anzugucken, wenn wir denn da eins sehen. Wenn nicht, gehen wir uns einmal die Fette davon angucken. Wo ich glaube, es ist wirklich einfach wieder markiert, dass wir sind. Ups. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ernsthaft? Komme da nicht hoch, ne? Ich komme da nicht hoch. Muss ich jetzt ernsthaft hier außen rum? Sieht so aus. Dann gehen wir halt den Umweg. Ich wollte eh von hier kommen, weil hier ist natürlich viel schöner, ne? Hier kannst du viel besser anpirschen. Also auf jeden Fall eine Wiese entfernt, ne? Das ist das, was wir gerade gehört haben. Aber ich will jetzt trotzdem mal da oben gucken gehen. Ob da oben halt das andere Wiese entsteht. Oder was mir da für eine Fährte angezeigt wird. Sonst müssten wir halt wahrscheinlich wirklich diese Fährten hier verfolgen. Wenn da keins ist. Aber ich glaube, macht halt sonst keinen Sinn, ne? Also ich werde ein bisschen weiter nach rechts laufen, weil dann haben wir, glaube ich, eine erhöhte Position. Und dann können wir da, glaube ich, hingucken. Vielleicht wird es auch nicht wegrennen, ich weiß es nicht. Aber die letzten kranken Wiesenten sind auch weggerannt. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ist ja nicht wie das eine tote Wiesent, was man da suchen soll. Das kann logischerweise nicht mehr rennen, weil es tot ist, ne? Aber das hier könnte rein theoretisch noch loslaufen. Davon ist auch eine Wiesenfährte. Boah, super schwer zu sehen, ob da irgendwas ist. Es ist halt wirklich in der Höhle. Ist da vielleicht reingefallen? Oder ist es einfach die Angst Anfangsfährte, die wir quasi als Hinweis erhalten? Ich glaube, das ist eine Fährte, oder? Ach, guck hier. Blutungsgrad sehr gering. Alles klar. Dann wird das hier wahrscheinlich einfach nur die erste Fährte sein. Es hat sich hier wahrscheinlich verletzt in den Höhlen. Sehr frisch. Okay. Dann müssen wir das Wiesent halt finden. Ist halt die Frage, ob es jetzt das wirklich war, was da unten auch schon war. Oder ist das vielleicht tot? Es ist vielleicht in meinem Blut, ne? Ich einfach mal gucken. Ich werde jetzt nicht in den Hock hinterhergehen, weil das wirklich dann zu lange dauern würde, glaube ich. Zumindest wenn es zieht, ich weiß halt nicht. Wahrscheinlich steht es einfach irgendwo, aber. Ich glaube auch nicht, dass das die Fährte von da unten ist. Weil der halt in die Richtung hier gezogen ist. So, oh, ist laufend. Alter, das war ein großes Wiese, ne? Bis 920 Kilogramm? Alter, aber wahrscheinlich hat mich wirklich schon gesehen, oder? Blutungsgrad sehr gering, immer noch laufend. Aber es hat doch hier rechts auch irgendwas gemacht, oder? Was ist das denn hier? Kam es dann echt wieder zurück? Da kommt es doch platt gedrückt. Ja, wobei die Fährte nicht. Schon wieder laufen. Es könnte doch das gewesen sein, was wir gehört haben. Mist. Mist, Mist, Mist.
Boah, Wiesentracking in der Mission, das fehlt mir gerade noch. Und das noch bei Nacht. Und das noch von einem Großen. Aber wie lange läuft es denn? Warte mal. Nee, ich dachte, ich habe eine weiße Pferde gesehen. Ich glaube, es war halt wirklich das, ne? Ich glaube, es war wirklich das eine Wiesent, wo wir vorbeigelaufen sind, was wir schon gehört haben. Wo ich dann aber den Becher nicht hochkam. Ja, es läuft da halt auch einfach zickzack, ne? Aber es läuft halt auch die ganze Zeit. Es hört ja nicht mehr aufzulaufen. Wie soll ich das denn jemals einkriegen? Weil selbst wenn ich hinterher sprinte, bringt mir das nichts, weil dann. Ich glaube, das ist schon so vorsichtig. Immer noch laufen, das ist doch. Das ist doch nicht richtig, oder? Dann ist er dann über alle Berge schon. Laufen, das finde ich hinterher irgendwo in. Weiß ich nicht wo. Da ist die Nacht vorbei, bevor ich das eingeholt habe. Guck mal, ist eigentlich offene Fläche, aber ich sehe es halt hier noch niemals. Meinst du, es kann aus dem Gebiet rauslaufen? Ja, nimm uns eine Waffe mit in die Hand. Dankeschön. Oh. Ich glaube, ich habe daneben geschossen. Da habe ich nämlich gerechnet, dass es zu mir kommt. Es ist, glaube ich, ein bisschen aggressiv, das gute Tierchen. Ein bisschen aggressiv. Also finden wir es wohl doch. Oder es uns. Ich weiß es nicht. Oder. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ich hätte einfach das Visier abmachen sollen. Ich hätte vielleicht auch get ansatzweise getroffen. So. Ist da unten weitergelaufen. Aber hier in dem Buschwerk wird es natürlich auch wieder nicht so leicht, ne? Jetzt läuft er erstmal mit 80 Kilometer. Bis wir denn dann mal in den Genuss kommen, das Tierchen zu finden. Warum ich ihn einfach hätte treffen können, ne? Warum kann der Pantoffel den nicht einfach treffen? So, guck mal, hier ist ein bisschen offen, aber ich sehe hier noch nichts. Sag mal, laufen, aber gut, gerade war es auch die ganze Zeit laufen, ne? Es war halt nie wirklich am Stehen oder am Gehen. Traben auch nicht, immer am Laufen. Ich glaube, da hinten ist es. Da hinten war es kurz, ich schwör's. Ich hör's auch. Es ist hinter der Kuppe da irgendwo. Hab's kurz gesehen und laufen hören. Wir sind schon an der Brücke, Alter. Aber das zählt ja schon, ne? Wenn ich das erlege. Nicht, dass mir jetzt hier da nicht anrechnet, weil ich nicht mehr in dem Gebiet drin bin, wo wir eigentlich hin sollten. Aber ich glaube, das sollten wir halt nur, um die Spur zu finden. Glaube, für die Mission jetzt an sich ist es egal. Hauptsache, wir werden es erlegen und das werden wir definitiv, Freunde. Er gebe ich hier nicht auf. Kann ja nicht so schwer sein, so ein Wiesent hier zur Strecke zu bringen. Aber immer noch laufend. Aber das ist es doch, oder nicht? Also ich höre halt irgendwas laufen.
Ich würde fast wetten, dass das Wiesent ist, weil. Was sonst, ne? Ja, hundertprozentig ist es das. Da vorne steht es. Boah. Überhaupt gar keine Schussmöglichkeit. Gar keine Schussmöglichkeit, aber steht immer noch da in den Büschen. Könnte Lebertreffer haben. Könnte ein Lebertreffer haben. Hier mal gucken, was ich getroffen habe. Ja. Ja, doch, oder? Sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Er sollte tödlicher Treffer, alles klar. Gut, dann haben wir ihn also doch tödlich erwischt und dahin liegt er auch schon. Also, der hätte eh nicht mehr so viel AP gehabt, ne? Also 25 bis 50% hat er eh schon nur noch gehabt. Das heißt, der Treffer war ganz ordentlich. Vielleicht sogar in der Lunge drin. Wenn wir uns mal kurz anschauen. Und damit haben wir dann das kranke Wiesent auch erlegt. Und die Mission damit wahrscheinlich beendet. So. Lunge. Aber Mission ist nicht beendet. Warum? Sag mir nicht, das war's nicht. Ja, das wäre 267. Gut, Effizienzbonus. Hätte ich glaube ich nicht kriegen können, weil es halt schon verwundet war, ne? Erlege mal nach den verwundeten Wiesent. Willst du mich verarschen? Das war der doch. Weil ich den nicht in dem Gebiet erlegt habe, oder was? Weil ich den nicht in dem fucking Gebiet erlegt habe? Weil der mir wer weiß wohin gelaufen ist? Nicht deren Ernst, oder? Fuck. Na toll! Da haben wir die Mission wohl nicht geschafft! Hervorragend! Ich hab's fast befürchtet, aber ich hätte gedacht, es zählt trotzdem, wenn's rausläuft. Dumm gelaufen. Mehr Glück beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal versuchen wir erstmal, glaube ich, was anderes. Mal gucken, was wir da so versuchen. Das soll's aber von dieser Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.